Ein herzliches Willkommen und Hallo zu Let's Play Digimon Cyber Surf Hackers Memory. 99 Mal haben wir es jetzt schon gehört und nun auch zum 100. Mal hören wir diesen Satz. Denn wir sollten uns nun im Part 100 befinden, wenn meine Aufnahme und meine Rennreise stimmt. Und ja, nicht schlecht, würde ich mal sagen, Leute. Und das ist auch wirklich der Moment für einen ganz speziellen Fall, denn wir widmen uns nun Rina Shinomas verrückte Reise. Rina, die Verrückte mit ihrem Ex-Vedamon und möglicherweise erkennt das Arumon. Es wird spannend zu sehen, was da passiert, was beim letzten Mal geschehen. Wir haben Chitose Selbstbewusstsein wieder hier gestärkt, nachdem sich sein Digimon hier Anklumon und Angemon zu Shakumon entwickelt haben, was ich schon vor gut 30 Parts vorher gesagt habe. Und dann wurden wir zum Test hier gegen Omnimon gestellt und wir haben Omnimon besiegt, Mann. Aber nun kommt, würde ich sagen, eine ganz große Herausforderung, eine wahnsinnige Herausforderung auf uns zu, Mann. Ein Fall, für den ein Fremdenführer für eine Restauranttour gesucht wird. Ich schätze einige Leute, die Vorfälle der letzten Zeit völlig kalt gelassen. Aber es ist vielleicht nicht schlecht, ab und zu sowas zu machen. Der Klient wartet in Shibuya. Was meint er nur mit dieser Welt? Maxi, auf das kannst du dich nicht vorbereiten, was jetzt kommt. Wo ist der Klient? Er kommt zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Du da, mit dem Schmetterlingslogo. Bist du der Handyman, von dem alle reden? Launisches Mädchen, das ist perfekt eigentlich umschrieben. Wusste ich doch, endlich. Ich warte schon seit Ewigkeiten auf dich. Weißt du nicht, dass es unlöblich ist, eine Dame warten zu lassen? Was? Dann fälle sogar dran an, wenn du nicht sofort anfangen kannst? Jetzt verstehe ich. Mira hat mir erzählt, dass du Probleme schnell löst. Ich dachte, sie meinte damit, dass du kommst, sobald ich den Fall ausschreibe. Tut mir leid, dass ich wütend geworden bin. Ich heiße Rina Shinoma und bin eine Digimon-Tamerin. Wie dem auch sei. Rina. Ex-Vedamon und Gendosaurumon, die zwei schnellsten Digimons, die es gibt. Sieht aus, als wäre er endlich aufgetaucht. Das ist mein Partner, Vivi und Ultra Force Vedamon. Und das hier ist Kentasaromon. Wir kennen uns aus dieser Welt. Ha, du brauchst mich diesen Menschen gar nicht vorzustellen. Mein Kentasaromon ist irgendwie netter. Was habe ich dir dazu gesagt? Kentasaromon hat viel durchgemacht. Er weiß immer noch nicht, dass es nette Menschen gibt. Darum ist er mit Vivi und mir unterwegs. Jetzt brauchen wir dich als Fremdenführer. Du hast noch nicht alles erklärt. Er weiß nicht, wovon du sprichst. Tut mir leid, so ist es immer. Ich kann es nicht erklären, aber wir kommen eigentlich aus einer anderen Welt. Also wissen wir nicht viel über diese Welt. Trotzdem redet die das ständig davon, dass sie lecker essen und rote Bohnensuppe probieren will. Wir haben mit Mira gesprochen und sie hat dich erwähnt. Jawohl! Rina isst alles, solange es nur gut schmeckt. Kannst du uns ein paar deiner Lieblingsrestaurants in dieser Gegend zeigen? Wie Rina schaut man. So. Was? Woher wir Mira kennen? Ah, die Frage werde ich beantworten. Wie wir Mira kennengelernt haben, ist eine hochinteressante Geschichte. Faszinierend sogar. Wir haben uns in einer Parade. Nein, anders. Passabeli. Parabel. Ich geb's auf. Wir haben sie in einer Paradingswelt getroffen. Alles Mögliche ist passiert. Zum Beispiel außergewöhnliche, fantastische Dinge und dann, Versuch nicht einzuschlafen. Es ist nicht leicht, sich all diese komplizierten Dinge zu merken. Worum ging es nochmal? Achso, ja, wir wollten gerade lecker essen gehen. Unser Fremdenführer ist da. Also kann's losgehen. Ist sie immer so? Ja. Warte, Rina, du weißt den Weg nicht. Deshalb hast du ihn doch angehört. Warum gehst du dir voran? Ich werde den Mensch nie verstehen. Ich habe kein Wort davon verstanden. Ein komischer Haufen, aber anscheinend harmlos. Ich werde tun, worum sie gebeten haben, und ihr ein gutes Restaurant in Shibuya zeigen. Harmlos. Harmlos. Wo ist sie denn? Haben wir sie dabei? In Shibuya? In Shibuya gibt es doch kein Restaurant. Ich hätte sie jetzt nach Nakano mitgenommen. Kentasaromon hat mal versucht, Menschen zu töten, aber nun gut, vergessen wir das einfach mal. Wow! Das ist also ein köstliches Restaurant, wo man in dieser Welt köstlich Essen bekommt. Nichts wie rein. Dieser Menschenladen ist mir nicht geheuer. Hör auf, dich zu beschweren und geh rein.
was es wohl gibt? Ich kann es kaum erwarten. Rina, freu dich nicht zu früh. Wow, hier ist es aber schick. Es ist Mittagszeit. Also ist das Tagesgericht wohl die beste Option. Und sieh nur, hier gibt es Steak. Ich habe mich entschieden. Ich nehme auf jeden Fall das. Was mit dir, Vivi? Ich nehme das Gleiche. Ich will gar nicht. Ich esse kein Menschenfu. Wir können das dann mal auch das Gleiche. Und für unsere Fremdenführer? Okay, Zeit bestellen. Entschuldigung. Du hast mich nicht ausreden lassen. Bitte sehr, viermal Steak. Und was ging unsere Digimons? Die kriegen nichts zu essen. Es ist da und es ist... Es ist da, es ist da. Und so dick. Ist das gut? Ja, das schmeckt köstlich. Was meinst du, dass du kennst, Anemon? Wie gesagt, ich esse kein. Oh, das ist meine Chance. Hä? Haha, ich habe ein großes, saftiges Steak. Ja, wenn du glaubst, ein billiger Trick würde mich dazu bringen, Menschen essen zu bringen, dann isst... Du magst ja für eine blitzartigen Reflexe bekannt sein, aber du bist nicht schnell genug für mich, wenn es ums Essen geht. Sieht aus, als wärst du nicht der schnellste Digimon. Was? Machst du dich über mein Tempo lustig? Verzeihung, könntet ihr bitte leise sein? Entschuldigung, hört auf, ihr beiden. Das ist kein Ohr. Keine Art, sich in der Öffentlichkeit aufzuführen. Jetzt habe ich zwei Steaks. Das lasse ich nicht zu. Nanu? Du hast mir und Vivi unsere Steaks direkt unter der Nase weggeblitzt. Hey, wieso hast du meines genommen? Wie gefällt dir das? Das war eine Katastrophe meiner Wahn... eine Kostprobe meiner Wahngeschwindigkeit. Ha, unterschätze mich nicht. Nur weil ich ein Mensch bin. Ich werde dir zeigen, wie schrecklich mein Zorn sein kann, wenn es um Fleisch geht. Verzeihung, bitte nicht auf den Tischen stehen. Runter da! Verwirrer, halt ihn bitte auf. Er vertilgt unser ganzes Essen. Jetzt gehört alles Fleisch mir. Ihr könnt meinen frostigen Atem essen. Das ist kein Mann, weil es ist ein Special Move. So, du hast es so gewollt. Jetzt spürst du meinen Fleischeszorn. Rina, kick! Also gut, das reicht jetzt. Man hat es rausgeworfen. Nur weil Vivi und Kittesanomann sich nicht beherrschen konnten. Schiebt das nicht auf uns. Es ist nur deine Schuld. Du warst rüpelhafter als wir beide. Und unser Fremdenführer hat auch nichts getan, um dich zu bremsen. Was? Du hattest länger keine Zeit zum Ausruhen? Also hat es dir gefallen? Okay, ich verstehe es nicht ganz. Aber deine Arbeit muss hart sein. Ich kann nicht glauben, dass ihr mich so aufgehen lasst. Vom stolzen Royal Knight, der nichts anderes vorhat, als Menschen zu besiegen, die Digi-Welt zu führen und der schnellste Digimon ist, ist er zu einem Kampf gegen Rina und verliert dabei sogar. Ich konnte nicht aufessen. Gehen wir zum nächsten Lokal. Dass ich die ersehnte rote Bohnensuppe probiere. Oh, ich kann das nicht erwarten. Und sie läuft schon wieder weg. Rina, warum lässt du unseren Fremdenführer zurück? Irgendwie bringt es mir nichts, wenn ich... Vielleicht müsste ich der schnellste Mensch der Welt sein, damit ich eine Chance habe, mit ihr mitzahlt, Mann. Ich hoffe, sie trifft nicht auf Yuko, Mann. Ansonsten kommt es zu einem Massaker. So, da wären wir. Hier gibt es rote Bohnensuppe, Gitterspeise und alle möglichen Süßigkeiten. Zeit für japanische Süßspeisen. Rina, warte doch. Was ist los, Baby? Sei keine Spaßbremse. Wenn du so aufgekratzt reingehst, machst du nur das gleiche wie im letzten Lokal. Das will ich nicht. Glaube ich. Doch, das wirst du. Der ganze Zucker steigt dir sofort zum Kopf. Wenn du dich nicht einkriegst, wird uns der Zutritt zu sämtlichen Restaurants in dieser Gegend untersagt. Untersagt? Du meinst, wir dürfen da nicht mehr hinein? Sag das sowas nicht. Auch ich bedauere mein schändliches Verhalten. Wir müssen uns was einfallen lassen. Ich hab's. Rina weiß mal wieder, wo es lang geht. Wir setzen uns einfach hin, in Ruhe hin und genießen friedlich unsere rote Bohnensuppe. Ganz einfach. Bist du sicher, dass du das hinkriegst? Natürlich. Okay, was soll ich nun bestellen? Die rote Bohnensuppe sieht gut aus, aber die Götterspeise auch. Oh, luxuriöse Drei-Gänge-Dessert mit rote Bohnensuppe, Götterspeise und Muschi? Das nehme ich. Tut mir leid, dass wir warten mussten. Viermal das luxuriöse Drei-Gänge-Dessert. Sie hat schon wieder alle bestimmt.
Das ist riesig. Ich habe wohl die richtige Wahl getroffen. Dieser Duft. Oh, das muss der Agar-Götterspeise sein. Wow, die makellosen Götterspeisewürfel und die edle rote Bohnenpaste sind eine himmlische Kombination. Was ihnen wohl durch den Kopf geht. Hehe, das ist, als würde ich einen dieser Restaurantkritiken schreiben. Solange ich nichts sage, kann ich aus dem Häuschen geraten, wie ich will. Und niemand kann wütend werden. Haha, ich bin zu schlau. Das ist doof. Vielleicht probiere ich jetzt das Mushi. Oh, sogar Kinder Salomon probiert davon. Oh, ist langsamer. Lass dir Zeit und genieße es. Ah, das wollte ich sagen. Nach der Götterspeise trinke ich vielleicht etwas grünen Tee, um den Geschmack zu neutralisieren. Jetzt mischst du dich auch nochmal ein. Die Kombination aus Stärke, Sirup und Sojapulver in dem Mushi ist ausgezeichnet. Hey, schreibt denn hier jeder seine eigene Kritik? Das reicht. Alle nach draußen. Ich schätze, wir haben keine andere Wahl, als um das Recht zu kämpfen, das Essen zu kritisieren. Wieso? Warum habt ihr mir nachgemacht? Konntet ihr nicht einfach stumm da sitzen und essen? Du willst also die Einzige sein, die das Essen kritisiert? Das macht keinen Spaß. Genau, jeder sollte das Recht haben, was zu sagen, was er denkt. Ihr wollt jetzt also alle Rechte, das Essen zu kritisieren. Dann hilft das nichts. Wir sind Digimon Tamer. Meinungsverschiedenheit erklären wir, indem wir kämpfen. Wir werden um das Recht kämpfen, das Essen zu kritisieren. Wie du willst. Na gut, ich werde gern zu Ende bringen, was wir gerade begonnen haben. Weißt du, wo wir das am besten regeln könnten? Wenn wir es vor dem Restaurant regeln. Lass sie uns vielleicht nicht wieder herein. Wirklich? Auf Ebene 5 in Unterkalon? Das kenne ich nicht. Aber bring uns hin. Klingt perfekt. Wer zuerst in Ebene 5 unter Kalonus? Auf die Plätze? Fertig. Los! Du weißt doch nicht, wo es ist. Was? Wo ist die Startleine? Warte, Rieder. Bei meinem Tempo Schleck. Zieh mich auf keinen Fall. Ich kann die Klienten einfach nicht allein lassen. Ich gehe zur Ebene 5 in Unterkalon. Und dann gewinne ich das Recht, das Essen zu kritisieren. Maxi, wieso lässt du dich darauf ein? Wieso? Aber egal, es ist großartig, Mann. Es ist ernsthaft großartig. So. Gut, jetzt habe ich nur echt Angst, Mann. Jetzt bin ich ins Digilab gegangen. Na, in jedem Zirkel. Weil. Unterkalon. Unterkalon Ebene 5? Muss ich erst an der Wand vorbei. Hallo, Wand. Nein, will ich nicht. Hau ab, Wand. Also Leute, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, dass sie wahnsinnig ist. Und mit wahnsinnig meine ich komplett wahnsinnig. So. Bifrost. So. Also sie ist wirklich einer. Sie ist, denke ich, noch ein bisschen schriller als Nokia, Mann. Also das muss man schon mal so sagen. So, was machen wir denn? Geistesladung mache ich ja. Obwohl, brauche ich gar nicht. Ich kann Geschwindigkeitsbrecher machen. Hat irgendwie nicht viel gebracht. Egal. Bifrost. Man kann aber kennt das auch mal, weil er auch so viel SP macht. Also auf Bifrost machen. So, jetzt machen wir noch Geistesladung. Feld. Jetzt legen wir los, mal Breakdown haut raus. Ja, er stimmt ja, Mann. Ich erinnere mich an den Bossfight in dem Atomkraftwerk. Also in dem Elektrizitätskraftwerk. Da mussten wir auch gegen ein Breakdown kämpfen. Schaden. 191. Wow, 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 wow. So, 80. Oh, oh. Na, schlecht, Kleiner. So, jetzt ist die Frage, spekuliere ich darauf, dass wir es besiegen oder heile ich nochmal? Nö. Kein Bock zu heilen. Omnischwerten wird es weg, Mann. Immer einmal Aura, komm. Bereinigung, ja gut, das ist wurscht. Ah, ja, ja, das ist wurscht. Bifrost.
Immer den guten Bifrost. So, und jetzt fängt das lustige Abwehrprogramm nochmal von neu an, aber das ist wurscht. Bifrost. Und das war's jetzt. Komm, Omnimon. Omnimon? Na, verdammt, Imperialdemon. Imperialdemon mit dem Omnischwert, so. Gar nicht mal so leicht, der kleine Freund. So, endlich können wir auf untere Ebene Kowloon Level 5 und damit haben wir wahrscheinlich die letzte Ebene hier in Kowloon entdeckt. Sieht gruselig aus. Mag ich nicht. Aber die Kiste finde ich super. 3 TP-Kapseln. So, jetzt machen wir erstmal was Wichtiges, und zwar Speedern. Schau dich mal Break the Wall an. Der sieht ja cool aus, Mann, wenn er mit seinen kleinen Beinchen da, das ist schön. Okay, also wir müssen jetzt gegen Ultraforce Vedamon kämpfen und gegen Kentasarumon. Das heißt, ich muss kurz was schauen, und zwar, ich befürchte, Ultraforce Vedamon, das ist ein neutrales Digimon, das wird ziemlich hart madig. Na, es ist ein Serum-Digimon, das heißt, ich brauche unbedingt Saber Leomon in dem Fight. Wie sieht es eigentlich aus, digitationsmäßig? Nö. Alter, Kendo Garurumon, kriegst du jetzt endlich mal deinen einen Scheißpunkt noch dazu? Nö. Das da hat er keine Lust mehr. Da muss ich mich irgendwann mal offscreen drum kümmern. Platinum One. Slaydramon. So. Ich will doch nur Phantomon haben. Ich habe das Gefühl, das kann er gar nicht schaffen, aber das ist mir wurscht. Theoretisch schon. So, also, Dynasmon wäre eigentlich auch nicht schlecht für den Fight, aber nö. Sebeleomon und dafür tue ich. Ja, Belfamon können wir raus tun. Weil Belfamon bringt es nicht ganz so sehr gegen. Ah, schade. Piepmon können wir auch raus tun, aber ein Virus. Na, wir haben Gallantmon eigentlich dabei. Aber egal, lassen wir ihn drin. Das passt schon so. Das passt schon alles so. Mein gutes Sebeleomon dabei, Mann. Und wenn wir dann kämpfen, werden wir dann Sakuyamon reintun, damit sie auch ihre Drecksgeschwindigkeit immer weggeht, Mann. Weil die werden sich dann mit Geschwindigkeitsboostern so schnell eine solche Geschwindigkeit aufbauen, dass wir normalerweise wieder gar nicht drankommen. So, was ist... Oh, nee. So eine blöde Ebene schon wieder. Gut, dann gehen wir da nicht lang. Da ist ja Mr. Navit mal wieder. So, ich gehe einfach nur meinen Weg. Und es saugt mich nach unten. In 3. Fast. So, Frage ist natürlich immer, wo man landet. So, ich schalte jetzt aber mal Random Encounters aus. Auch wenn hier wahrscheinlich interessante Random Encounters kommen. Kommen wir uns hier irgendwann anders anschauen. Wir müssen ja wahrscheinlich noch ein paar Mal öfters nach Kowloon neben der 5. Oh, Omnimon. Oh, ihr habt dich da auch da lieb, Mann. Aber irgendwie haben wir Omnimon gar nicht so oft hier in dem Spiel dabei, gell? Fällt euch das auch auf? Aber ich so viel überpowerte Digimons, Mann. So. Ja, ja, farm. Wie komme ich da jetzt vorbei? So. Oh! Leute, es gab diese blöden, wegfliegenden diese Ebenen, in denen man hier rumgeworbt wird. Ein einziges Mal im ersten Cyberslife. Und das war, wo man Kraniamon gestellt hat. So, jetzt muss ich dahin. Genau. Und hier an jeder Kackecke. Okay, man tut es mich da hinsetzen. Das ist nett. So, die Medaille. Dann gehen wir da lang. Da wird's mich auch noch unten ziehen, ne? Jo. Man hätte es noch lustiger machen können. Man hätte mal Leben verlieren können, wenn man hier lang geht. Okay, da gab es kein Vorbeikommen. Das heißt, wir müssen nach vorne lang. Hä? Oh. Ein Rubin. Verdammt, da will ich nicht rein. Da wollte mich eh nur wieder da hinten raus. So. Bei mehr Speed, Mann. Das ist nur fies, Mann.
Spielentwickler wissen einfach, dass man in diese Fallen reinläuft. Naja, übrigens die Aufgabe, wie gesagt, ist auch an sich halt sehr lustig, weil im ersten Cyberslove hatten wir eine Aufgabe, wo wir mit Yuko Essenstester spielen müssen. Und nun mal haben wir eben so eine sehr ähnliche und auch sehr lustige hier Aufgabe mit unserer werten Freundin. Okay, Leute, speichern wir. So. Und jetzt Elite rein, Mann. Sakuyamon, Saberleomon, Jazzmon. Alles verteidigen, Mons. Wird schon schief gehen, Mann. Puh, ein Royal Knight und einmal das und eigentlich zwei der schnellsten Digimons, die es gibt. Sie sind noch hier. Anscheinend bin ich der Erste. Ziellinie. Wir sind alle drei gleichzeitig angekommen. Rina ist schneller als die schnellsten Digimon. Sehr cool. Du bist zuerst angekommen. Anscheinend kennst du dich in Eden ebenso gut aus wie mit den besten Restaurants der Stadt. Ich schätze, damit bist du der erste Gegner, den es zu schlagen gilt. Sie sind ungefährlich, hast du doch gesagt, oder? Du hast recht. Es scheint am besten dazu geeignet sein, das Essen zu kritisieren. Ich werde es ihm einzahlen, dass er mich bei diesem Rennen geschlagen hat. Damit ist entschieden. Wir werden ihn gemeinsam besiegen und anschließend kämpfen wir drei gegeneinander. Bereit? Los geht's. Jawohl. Es... Ja, keine Chance. Das befürchte ich auch, Mann. Okay, Saberleomon ist mein Tank, Mann. Ja, Geistesbrecher, du Penner. Und auch Failed. Nun gut. Geistesladung. Ja, ist doof, dass immer noch keine Geistungsladung Failed kann, aber ist wurscht. Ich kann auch negative Statusveränderung, Mann. Ihr seht halt, ja, genau widerstanden. Oh, Leute, Mann, das wird echt nicht leicht. Ja, Geschwindigkeitsbrüche, damit ich noch langsamer bin. Geil, Mann. Dann machen wir erstmal ein schönes Spiegelbild. Erstmal mit Sakuyamon hier schön tanken. Gott. Die Musik ist so schön, Mann. Bam. So, und jetzt langsam... Ah, ich habe keine Angriffsladungsfeld, Mann. Das ist doch madig. So. Jetzt machen wir erstmal die und... Ne, ihr habt kein Feld auf euch gemacht. Gut, dann... Mach stumm. Oh, 413, sehr schön. So, jetzt Amethyst Mandala. Ich liebe diesen Geld. Alter, Mann. Ultra Force Widowmon ist ja... Oh nein. Nicht schlafen. Okay, Ultra Force Widowmon ist saumäßig schwach, aber... unseren anderen Buddy müssen wir besser aufpassen. Kentasarumon. Hört auf! So, mach schon und das könnte es gewesen sein. Ultra Force Widowmon. Alter, Ultra Force. Die sind echt nicht so stark, Mann. Da war ein Glühmon stärker. Aber ich bin auch perfekt vorbereitet gewesen. So, und jetzt komm. Zack, schönes Heiles sehen, Mann. Ja, ja, da bringt es ja auch nichts mehr. Aber jetzt wird erstmal Rina kommen und uns bekämpfen. Das wäre echt lustig, Mann. Rina kickt, Mann, und alle Digimon liegen am Boden. Gott, Jazzmon. Bandes. 1, 2, 3, 4, 5. Jazzmon. Das ist ein wahrer Royal Knight, Mann. 26.000 Erfahrungspunkte. Oh, ich habe meine USB-Sticks nicht dabei. Alter, Mann, mit den USB-Sticks, Mann. Da hätte ich ja 50 Level nach oben bekommen. Du bist so stark. Du hast uns vermöbelt. Das Recht, das Essen zu kritisieren, ist dein. War nur ein Scherz. Dachtest du wirklich, es würde so einfach sein? Es braucht mehr als das, damit wir aufgeben. Stimmt doch, Vivi? Kennt das Adomon? Richtig, so leicht geben wir nicht auf. Als nächstes setzen wir die Bunny-Hop-Strategie ein. Wir werden nicht aufhören, bis wir dich besiegt haben. Können sie einfach weitermachen, bis sie gewinnen? Ich habe schon genug für diesen Fall getan. Ja, ich glaube, ich gehe einfach. Hä?
Du kannst nicht vom Kampf weglaufen. Warte, lass mich das Essen kritisieren. Das war wieder ein verrückter Tag. Solche Sachen passieren häufig, seit ich diese Menschen getroffen habe. Aber, ich scheine meine Vorteile verspielt zu haben. Ein großartiger Fall, Mann. Also das wäre echt ein großartiger Fall, Mann. Selber Leomann hat es gut gemacht. Ein bisschen überschätzt habe ich hier die gute. Aber so ist es halt, Mann. Kein Problem, Mann. Hauptsache, wir haben es geschafft, Mann. So, bam, 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 bam. Alles nehmen. Müssen wir hier mal... Lass mal die mal wieder ein bisschen buckeln, komm. Die müssen wir eh buckeln lassen. Meine Platinum-Mons. Bei euch ist eigentlich... Oh, fahren wir weiter. Kann meine Platinum-Mons upgraden, Mann. Immer eine Farm nur für Platinum-Mons. Auch für alle Platinum-Mons und alles alle Golden-Mons und alle Platin-Sucker-Mons in friedlicher Einheit zusammenleben können. Eine wunderschöne Welt. So. Ich habe halt viel zu wenig Digimons für meine ganzen Farmen. Im ersten hatte ich alle Farmen, hatte ich voll, aber hier, nö. So, damit haben wir alle Farmen komplett upgraded. Sehr schön. So, ermittelt ein bisschen. Ihr habt Zeit. Lasst euch Zeit. Alt nicht. Pressiert nicht. So, Silber Leomon, danke. Was ein cooler Kämpfer. Wen habe ich eigentlich rausgetan? Belfemon, gell? Ah, Belfemon ist inzwischen auch Level 70. Massimon ist jetzt Level 60. Ja, wo wir. Dann nehmen wir mal Omnimon mit. Omnimon. So, wie viele Plätze habe ich noch frei? Nimmer viele, oder? Ja, 11. Da müssen wir dann anfangen, jemanden mitzunehmen. Gut, dann. Rein in die Party und Breakdown rein in die Party. Gut, Leute, dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir jetzt erstmal hier den Part. Ein sehr, sehr schöner Part geht hier vorbei. Das war Part Nummer 100, Mann. Wir bewegen uns hier eigentlich mit großen Schritten auf das Finale zu von Cybersläuft, Mann. Und ich bin gespannt, was uns als nächstes erwartet. Jetzt soll es wieder mit der Hauptstory weitergehen und ob wir Cardimon finden und Wurji wieder zurückkommen, werden wir beim nächsten Mal herauffinden. Bis dahin und rein und auf Wiedersehen. Ciao.